YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ich habe soeben ein kleines Problem entdeckt. Und zwar haben wir ja 5% Arbeitslose und trotzdem ist hier keiner in den Fabriken. Hä? Ja, das kleine Problem liegt daran, da stehen 63 Arbeiter, aber die sind alle zu stark ausgebildet. Deswegen müssen wir denen hier auch jetzt erlauben, auf der Linie gebildete Arbeiter mitzunehmen und aussteigen zu lassen. Und dann sollte sich das zum Beispiel ganz schnell wieder beheben. Das wäre eher schon mal ein guter Anfang, wenn das klappen könnte, nicht wahr? Ja, sehe ich ganz genauso. Dann bauen wir hier gerade unser monumentales DDR-Kino. Ich glaube Dresden, ne? Leninedovo DDR-Rundkino. Wir haben den Platz gestaltet. Und danach wird der noch voll mit... Ja, ich würde Kies raufhauen, glaube ich. Anstatt Rollbahn, oder? Kies oder Rollbahn? Ich meine, der hier war mit Rollbahn. Finde ich eigentlich ganz gut, nicht? Rollbahn. Ja, ist so ein bisschen... Bisschen was anderes, aber trotzdem noch recht gleich. Ich würde sagen, wenn wir den... So ist gut, oder? Kann der schon mal das machen? Jetzt müssen wir uns an dem orientieren. Kriegen wir das hier zu? Und jetzt müssen wir uns an der Straße orientieren. Dann kriegen wir das seitlich zu. Wunderbar. Dann haben wir da einen wunderschönen Innenstadtplatz geschaffen. Und auch die anderen Sachen können wir noch ein bisschen dekorieren mit Kiesstreifen. Wir haben ja sonst immer gesagt, hier, zack. Das hier wird immer Kies und dann soll es das auch werden, nicht wahr? Es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr städtischen Flair, wenn man alles von Natur entfernt. Bäh, Natur. Er könnte sich ja noch irgendwas Schönes niederlassen. Das wollen wir natürlich nicht, das vermeiden wir aufs Schärfste. Das kann auch zu. Ja, und auch zu den Bahnhöfen, die Richtung, die kann immer komplett einbetoniert werden, nicht wahr? Um die Bahnhöfe, weiß nicht, könnte da Rollbahn hin? Klingt eigentlich auch nicht verkehrt. Erstmal das zu. Und jetzt das zu. Und auf der Seite, ja, das kann doch auch inzwischen gefüllt werden. Bis hierhin. Ah, das war nicht akkurat. Egal, machen wir nochmal eine Fläche drüber. Bei dem bleibt es. Hier kann noch ein bisschen zugespachtelt werden. Longzi. Sehr schön. Ja, und ums Einkaufszentrum, da kann eigentlich auch alles Kies werden, oder? Es muss ja nicht gebaut werden. Von daher können wir das ziehen und löschen, wie wir lustig sind. Finde ich ganz praktisch. Ja, hier sind noch Wege, die wir auf jeden Fall ausbessern müssen. Für eine Innenstadt ist das hier nichts würdig sonst. Krankenhaus, ja, ich weiß, ist blöd.
Dann sterben da vielleicht welche. Aber man muss kurz raus. Schule hatte schon volle Anschlüsse. Das hier hinten ist okay. Und dann hat das doch schon mal einen ganz anderen Flair wieder hier, wenn wir auf die Stadt gucken. Ja, ich weiß, du kannst jetzt nicht dahin fahren, wo du hinfahren willst. Und das Kino, 96%. Komm. Gib es uns. Gib uns unser DDR-Rundkino. Warum ist es so gelb? Ach, es fehlt immer noch 1%. Ach, jetzt kommt erst die Elektronik. Natürlich. Und wir haben hier auch so kleine Wartehäuschen. Das sind dann quasi wie die Kassenhäuschen oder so. Außerdem einen schicken Brunnen. Und dann kommen noch ein paar ja, Blümchen und sowas hin. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die wollte ich eigentlich hier hin machen, nicht wahr? Die Blümchen. Ein Gebäude brennt. Oh no. Das Öl. Feuer ist gelöscht. Okay. Ich konnte gar nicht so schnell hinzoomen. Jetzt ist es fertig. Oh. 10 Mitarbeiter reichen locker. 400 Leute können hier rein, aber das ist gut. Weil es extra hier am Bahnhof gebaut wurde. Für später. Ich würde sagen, das haben wir doch gut hinbekommen. So, Blümchen. Wo seid ihr? Einmal da. Einmal da. Einmal so. Für den anderen passt es nicht richtig. Ich habe auch kein schmales, kleines, nicht wahr? Ich habe nur das hier noch. Würde ich da sogar hinsetzen. Hier hinten noch ein eckiges. Ne, ein rundes, oder? Zum Rundkino. Zum Rundkino ein rundes. So als Gag. Und hier hinten vielleicht so ein paar kleine. So. Vielleicht noch ein längliches. Ist zu lang leider. Aber das ist zu breit. Na, hier passt nichts hin. Ich meine, wäre eh nur kosmetisch, nicht wahr? Würde nichts bedeuten. Aber wäre vielleicht auch zu viel. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist wieder ein gelungener neuer Innenstadtplatz. Und die ganze Forschung ist inzwischen abgeschlossen. Da werden wir uns auch drum kümmern. Aber ich sehe noch was, was wir noch verbessern müssen. Rollbahn, Rollbahn, Rollbahn. Wo bist du, Rollbahn? Nee, Kies. Stimmt, wir wollten hier, glaube ich, Kies. Und hier sogar Asphalt. Und die Tankstelle ist auch fertig. Da müssen wir auch gleich gucken, dass wir das zum Laufen kriegen. Aber es ist doch ganz wunderbar. Die Haltestellen funktionieren. Und ja, ich glaube, wir können schon mal anfangen, den Bahnhof zu bauen, nicht wahr? Er kostet auch nochmal viel Geld. Aber wir sehen... Ah, guckt, hier sind mehr Arbeiter drin. Hier kommt Stoff in positiver Menge rein. Und dann arbeiten die natürlich auch mehr Kleidung heran. Sehr gut. Hat der Bahnhof... Ja, der hat einen Anschluss. Sehr gut. Den Bahnhof müssen wir auch bauen. Ich meine, die Gebäude werden ja auch nach und nach voller, je zufrieden sie sind. Ich meine, da steht die ganze Zeit, die sind ohne Job. Dann sollen sie halt mit dem Bus fahren und einen Job kriegen. Aber das sind alles die Gebildeten. Vielleicht
ist die Busfrequenz hier nicht hoch genug. Das könnte einer der Probleme sein. Wir können mal gucken, was waren denn das hier für Busse? Es sind nämlich nur drei. Ein LKR 260, dann kaufen wir den doch nochmal. Der wird bis 2002 gebaut, also da können wir auch noch lange von zehren. Fährt zu Depot, das bist du. Okay. Dann haben wir da einmal mehr und dann würde ich bei der Route hier sagen. Die hier? Genau, dich. Du darfst auch Arbeiter mitnehmen, die... Ah, aussteigen dürfen sie, einsteigen dürfen sie jetzt auch. Die geleert sind. 229 für eine Runde und hier ist... 263. Aber da fahren schon vier, hier noch nicht. Dann lassen wir jetzt hier auch vier fahren. Die Tankstelle. Ja, was machen wir mit meinem Sorgenkind? Man sieht, die wollen nämlich alle hier tanken. Die fahren erst vier Dinge an. Okay, das ist nicht schlecht. Also da passt noch eine Tankstelle sogar rein. Die kommen von da, fahren zur 1, fahren zur 2, fahren zur 3. Dann würde ich sagen, fahren sie zur 9-4. Entladen da 20. In der Busstation? Was waren die an der Busstation? Ach so, so heißt die Tankstelle. Warum habe ich die Tankstelle umbenannt? Okay, ich habe hier einen Gebäude-Umbenennungsfehler gemacht. Das hier sollte der Name für dieses Gebäude sein. Und du solltest dann, ja... Tankstelle Nord werden. Dann wirst du hier Tankstelle West. Tankstelle ja, wie heißt die Region? Wir hatten doch dem hier einen Namen gegeben. Ah ne, die hatte noch keinen Namen. Okay. Dann müssen wir uns da noch einen ausdenken. Elsterviertel. Haltestelle. Stoffwerk ist halt langweilig. Wollkämmerei. So. Das ist doch gut. Und dann wird das hier nämlich Tankstelle Wollkämmerei. Die hier werden wir auch noch umbenennen. Haltestelle. Oh. Nee. Haltestelle kann bleiben. Haltestelle. Ich weiß, ich habe das Werk 1 und 2 genannt, aber finde ich irgendwie nicht mehr gut. Haltestelle. Ja, was verbindet man denn mit Stoffen? Farbe, Farbgeruch, Leinen. Webersteig. Haltestelle Webersteig. Wunderbar. Da haben wir den Webersteig. Das Ding haben wir benannt. Das haben wir benannt. Die Haltestelle haben... die Tankstelle haben wir benannt. Hier! Tankstelle... wie haben wir das genannt? Mein Kopf, Alter. Webersteig. Webersteig. Okay.
So, dann ist nämlich hier auch Dings drin. Okay, Tankstelle Nord 20, Tankstelle West. Wo ist die hier? Ah, die da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So passt das. Da sind auch genug Tanklaster. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, kommt da noch ein neuer Tanklaster dazu. Die hier hat noch keinen Namen, nicht? Kittchenhain. Ja, stimmt. Dann wird das Tankstelle Kittchenhain. So, Stau. Stau. Interessiert uns nicht. Was uns interessiert, ist die Forschung. Eisenbahnproduktion. Aluminiumherstellung. Müllrecycling. Eigentlich wäre Müllrecycling so mit das Sinnvollste, aber... Wir machen hier mal so Aluminium und die so technische Sachen. Dafür brauchen wir einfach noch mehr Einwohner. Oh, die Gebäude sind fast voll schon wieder. 4189. Läuft auf jeden Fall wieder. Hier sind auch genug drin. Stoffe sind genug drin. Sehr gut. Hier ist auch fast alles da. Keine Kleidung konnten die bekommen. Keine Kleidung. Keine Kleidung. Ansonsten ist hier jetzt alles erfüllt. Das ist natürlich super. Oh, guck mal, das Kino bei Abend. Wow. Das ist doch mal... Das nenne ich Stadtdesign. Für die Menschen entworfen. Par excellence, oder? Das ist... purer Kulturgenuss am Abend. Hat wirklich was vom Alexanderplatz oder sowas. Nicht? Der Bahnhof, dann so ein Kino. Gut, dass das eckig ist inzwischen und aus Glas da. Dann ein Einkaufszentrum. Galeria, die ist auf der anderen Seite, aber okay. Aber so im Groben. Wenn wir jetzt vielleicht noch gezielt zwei, drei Bäume setzen. So richtig teure Palmen aber, ne? Und dann auch nicht so viele. Ah, die ist nicht ganz da, wo sie sein soll. Ah, egal. Später sieht man es nicht mehr. Nicht zu dicht am Gebäude. Ja, hier vor eigentlich auch nicht, oder? Das ist blöd. Oder vor den Eingang jeweils? Dann sieht man die ganzen Dinger nicht. Nee, 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 das lassen wir mal so. Nur ein paar Bäume. Wir übertreiben hier nicht. Aber wir können gegenüber ein paar mehr setzen dafür. Oh, jetzt wird der es mit dem Abstand. Jetzt brauchen wir ein gutes Augenmaß und ich habe keins. Ja, es könnte geklappt haben. Und da ist noch ein Weg nicht fertig. Und ich glaube, der Weg hier vor ist auch noch nicht fertig. Den sieht man nur nicht. Dann ist er jetzt aber auch fertig. Ich sehe gar nicht, ob das da verbunden war. Also das hier ist mein Weg. Hä, aber wo geht der denn da ran? Hier, doch, die sind verbunden, okay. Man sieht das nur nicht. Ah, hier so. Und hier war das nach da. Ja, ja, nee, wartet. So, ja, ja.
Jetzt sieht man's. So verläuft der. Oh, Essen ist da, Kleidung ist jetzt da, Elektronik ist hier. Warum kommt ihr aber da nicht rüber? Warum bringt ihr das nicht da rein? Da fehlen 8 Tonnen Kleidung. Hier sind... Ach, 0,02. Okay, das ist nicht viel Kleidung. Nur 1% Arbeitslosigkeit. Hier kommt auch nochmal ein fetter Platz mit dem zusammen hin. Das hier sieht immer noch so unfertig aus, weil so wenig Bäume da sind. Ich kann mich nur nicht einigen, was wir da haben wollten, nicht? Wir hatten irgendwo eine Tuja gepflanzt. Wie sieht denn die aus? Das hier war Tuja, nicht? Ah, das sieht auch schon eher edel aus, die Tuja-Pflanzen. Passt auch nicht überall hin. Vielleicht Tuja für die hier. So ein bisschen abgeschottet vom Rest. Weiß gar nicht, ob hier überhaupt ein Baum gesetzt werden kann. Und Palmpflanzen. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, ich glaube, das klappt nicht. Machen wir hier Palmpflanzen hin. Was passt zu denen da, ja. So. Ihr kriegt ja auch ein paar Palmpflanzen. Und dann dafür da noch... Die Palme? Nee. Es gibt mehrere Tujas, okay. Büsche? Nee. Dschungelbäume, Palmsträucher. Vielleicht hier so ein paar Palmsträucher eher am Fußballplatz. Und ein paar Büsche. Büsche gehen eigentlich immer, oder? So ein bisschen. Dass wir die noch so komplett mal drüber ziehen. Und Dschungelbäume, Palmstrauch. Kriegen die hier noch Palmsträucher. So. Und dann wächst es langsam zu. Dann sieht es auch wieder besser aus. Es ist einfach so kahl. Da müssen wir gegen angehen. Und ich glaube, das hier sind die falschen Palmen. Die wollte ich hier eigentlich nicht setzen. Aber jetzt sind sie gesetzt und deswegen bleiben die da. Ich wollte nämlich... Nicht die hier setzen, sondern die hier. Naja, gut. Man kann halt nicht alles im Leben haben. So ist es halt. Okay, aber Bahnhof, 70%. Wir können mal die Tunnel starten. Das wäre cool, wenn wir die auch noch hinbekommen würden. Ich baue das erstmal hier ran. Wie es am Ende wird, ist ja egal. Das muss nur erstmal der Tunnel werden. Und hallo Logical! Guten Abend! Willkommen zum Tunnelbau! Und willkommen in der florierenden Republik! Ah, jetzt machen wir auch wieder Plus. Sind genug Arbeiter hier.
Ja, 77 auch wieder. Ja, jetzt gehen auch die Pflanzen runter. Stoffe gehen gut hoch. Das freut mich natürlich. Dann dürfte hier hinten auch... Ah gut, hier sind noch nicht so viele drin. Aber so viel kommt zumindest rum, dass sie sich gerade nicht mehr stauen. Da kommen die nächsten Arbeiter im Gänsemarsch. 78. Ja, das geht schon. Das ist okay. Zack, voll. War jetzt Normalement auch mal wieder da? Der war noch nie weg. Der ist nur immer AFK, aber er ist immer da. Die Stammzuschauer, die kennt man ja inzwischen, nicht wahr? Prost. Wir können ja raten. Entweder ist er gerade mit dem Hund Müll rausbringen. Was ist auch oft noch los? Ah, was am Fahrrad reparieren, aber dafür dürfte zu dunkel sein. Es ist immer doch was. Und die Forschung ist abgeschlossen. Okay. Abgeschlossene Forschung, Radioübertragung. Ja. Oder Eisenbahn oder Flughäfen. Dann gehe ich mal hier, Wiederverwertung von Stahl. Das klingt nach einem Plan. Und die forschen noch. Sehr gut. Da bleibt nicht mehr viel. Ah, Essen kochen. Aber um die Uhrzeit auch unwahrscheinlich. Aber ich glaube, die Palmen werten das hier doch schon nochmal deutlich auf. Und wir haben sie hoffentlich nicht so eng gesetzt wie die hier vorne. Also das muss ich irgendwann nochmal bereinigen. Das ist, war am Anfang naiv geplant. Oh! Hört ihr das? Ist das Spiegel verkehrt? Habepe? Binyankantantan? Unsere Hauptstation ist fertig. Da liegt noch der Dings und die ersten Schienen sind auch da dran. Sehr interessant. Da liegt der andere Kran. Okay, die werden jetzt abgeholt. Kran Nummer 1, Kran Nummer 2 und sogar Kran Nummer 3 werden abgeholt. Perfekt. Okay, dann müssen wir eigentlich den Platz hier vorgestalten. Hat das Ding einen Straßenanschluss? Ja, da, nicht wahr? Sonst aber nicht. Dann ist so die Frage, ist das überhaupt clever, wenn wir dem nicht einen eigenen Straßenanschluss geben, der länger ist? Sowas hier vielleicht. Du kommst immer nur zum Zappen vorbei. Und ist im 13. Monat dabei. So sieht's aus, im 13. Monat dabei. Nimm mal das schnell. Mann, Mann, Mann. Vielen, vielen Dank. Auch ein treuer Stammsubber, wenn man so möchte. Vielleicht programmiere ich ja auch irgendwann und dann bist du wieder öfter hier. Wenn das Sommer-Winterloch oder sowas kommt. Ey, das kriegen wir schöner hin, oder? Das ist hier noch nicht... Das ist nicht das Nonplusultra. 13 Monate, das ist über ein Jahr. Mann, 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 Mann. Das könnte ein Problem hier geben, wenn das so eng ist. Die Frage ist, ja, machen wir es lieber so, oder? Ja, so ist, glaube ich, besser. Dann können die hier in beide Richtungen ranfahren. Aber wir haben da einen kleineren Weg hin. Das ist besser.
Denn wenn man von der Brücke kommt, dann staut es sich da nicht irgendwie. Das passt. Mach einfach, was dir gefällt. Ist schon gut. Okay. Ich würde auch gar nichts anderes machen, nicht wahr? Aber... Der gute Tor, wie ihr ihn kennt, wie heißt er? Pirate Software, ist ja sehr berühmt geworden. Der hat schon oft motivierende Sprüche, aber noch nicht motivierend genug, dass ich wirklich Lust habe. An sich denke ich immer, er hat ja so recht, aber machen tue ich dann trotzdem nichts. Apropos machen, brauchen die ein Müll? Okay, der braucht keinen Müll, wie es scheint. Dann kriegt er auch keinen. Dabei ist das Spiel hier auf jeden Fall eine kleine Empfehlung wert. Wer es noch nicht gespielt hat, es gibt schlechtere Spiele. Starfield. Ja, dann machen wir hier den Weg hinten rum. Oh ja. Das gefällt mir. Kriegen wir... das kriegen wir nicht viel weiter weg. Weil das Problem wird sein, wenn ich so dicht hier vorbeigehe, komme ich hier nicht mehr ran. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Müllabfuhr. Okay. Achso, da ist ein Auto drauf. Ja. Okay. Kriegen wir vielleicht den Abstand... okay. Da ist vielleicht wieder so ein Anflanschpunkt entstanden. Ja. Kommen wir da ran? Nee. Das ist blöd. Und so, so wird es gehen. Also hier kann man auf jeden Fall so individuell bauen. Das ist echt göttlich. Und wenn man sich viele Sachen aus dem Workshop runterlegt, kann man sogar hübsch bauen. Nicht so wie ich. Mal die Stelle. Ah doch, komm, wir lassen es. Das kriege ich jetzt nicht besser hin, würde ich sagen. Und dann kann man von überall rumlaufen auf die Hauptstation zu. Und hier vor können wir wieder Springbrunnen. Ah, der große Springbrunnen wäre schon geil, aber den können wir noch nicht bauen, weil da brauchen wir was? Forschung, große Monumente. Okay. Auf jeden Fall kommen hier die guten Palmen hin. Die können schon mal wachsen. Oh, das ist ein guter Abstandshalter. So. Dann hier eine und die nächste 1, 2, hier. Das gleiche kann ich doch hier machen. 1, 2, da. 1, 2, da. Dann sind die Palmen an der halbwegs richtigen Stelle. Und der ganze Platz asphaltiert? Nee, oder? Schade, dass man nicht so ein Muster damit so gut hinkriegt. Da muss man echt viel handmäßig sonst machen. Habe ich eigentlich nicht so eine Lust drauf. Dann machen wir hier bis dahin Kies auf jeden Fall erstmal. Genauso wie hier. Erstmal bis da. Dann eigentlich Kies eher auf die Seite. Das ganze Ding wird Rollbahnfläche.
So. Ein Gebäude brennt. Oh oh. Wer hat von euch wieder gezündelt? Ihr sollt das doch nicht machen. Wirklich. Ihr zündelt immer heimlich. Und ich habe keine Kontrolle darüber. Mann, Mann, Mann. Aber mein Rechtssystem wird euch finden. Und auf die Finger hauen. So. Wunderhübsch. Ein Gebäude brennt. Was? Nein! Nicht die teuren Hubschrauber. Wo ist die Feuerwehr? Ich sehe sie noch nicht. Wo ist die Feuerwehr? Ich sehe sie noch nicht. Wo ist die Feuerwehr? Da ist sie. Von der anderen Station kommen die an. Ja, es sind nur keine Feuerwehrleute hier drin, nicht? Die kommen erst da, hoffentlich. 6 Stück. Reicht das noch? Es wird ein Kampf. Fahr, 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 fahr. Jetzt sind 6 Feuerwehrleute da. Puh. Feuer gelöscht. Es war aber knapp. Haben die Palmen? Die Palmen sind weg, weil ich den Platz drüber gesetzt habe. Oh, das ist ja schade. Das ist ja blöd. Ah, das hier drin können wir auch noch wegrollieren, nicht wahr? Geht das? Ja. Okay, das müssen wir uns merken. Erst Rollbahn. Was ist hier los? Wir hatten die hier gesetzt. Ja, wirklich, der muss ja blind gewesen sein, der Typ. Mann, 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 Mann. Okay, die können wir doch nochmal neu machen. Okay, ich muss das so machen. Weil... sonst würde ich unten nämlich dagegen kommen. Gegen das da jetzt. Ist das natürlich nicht ganz gerade, nicht wahr? Und da ist auch noch ein Stück. Okay, das hier können wir nochmal neu ziehen. So. Hier können wir ein Stück Kies machen. Dann sieht das aus, als ob der Weg da fertig ist. Okay, Kies hat weniger Vorrang. Alles klar. Machen wir hier aber auch Kies hin. Obwohl, da ist Kante Asphalt hin später für die Asphaltstraße, nicht wahr? Ja, so, perfekt. Okay, dann müssen wir die Palmen nochmal neu setzen. Naja, guti. Also, wir hatten gesagt, eine... Ah, und das geht erst jetzt nach dem nächsten Neuladen, nicht wahr? Okay. Naja, gut. Dann setzen wir so wenigstens hier hin. Vom Rathaus kommen auch die teureren hin. Könnte... aber wir haben nicht so einen kleinen Springbrunnen, sonst hätte ich gesagt, da kann noch ein Springbrunnen hin. Ah. Ja. Und dann müssen wir morgen die Fläche noch schön gestalten, nicht wahr? Da tut es schon. Der Bahnhof ist auch fertig. Oh. Ja, das ist ein Problem.
Stimmt. Ihr dürft da nicht hin. Die Bahnhöfe werden noch nicht angesteuert. Sorry, Leute. Sorry. So, und da die Straße hier zum Bahnhof führt, muss sie mal langsam auch verbessert werden. Und wenn die dann kurzzeitig hier nicht liefern können, dann ist das so. Arbeiter passen, können nur nicht genug produzieren. Es könnte also sein, dass wir vielleicht die dritte Fabrik mit dazu nehmen müssen. Aber wir sehen, voll ist es. Also es war, dass wir nicht genug ungebildete Arbeitskräfte mehr haben. Wir haben 50-50, nicht mal. Universitätsabschluss hat inzwischen übernommen. Wenn wir mal in die Statistiken gucken, da waren wir jetzt lange nicht drin, weil wir so viel gebaut haben, nicht? Dann ist es halt auch nicht relevant. Aber wir können mal gucken hier bei den Studierten. Bam! Ja. Also quasi alle sind inzwischen studiert bei uns. Eine steile Kurve nach oben. Und jetzt können wir nochmal ins aktuelle Jahr gehen. Wir haben trotzdem 524.000 plus gemacht dieses Jahr. Letztes Jahr nur 78.000 plus. Aber wir haben auch sehr, 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 sehr viel Infrastruktur und Co. gebaut. Habe ich die Tunnel nicht freigegeben? Dachte, ich hatte die Tunnel freigegeben. Aber anscheinend nicht. Maximale Anzahl der Arbeiter. Das ist zu viel. Wie viel kann da rein? Geht immer 30 runter? 4! Perfekt. Jetzt kann... Hier können 6 rein. Was? Okay, weil der vielleicht ein Stück länger ist. So. 30 ist okay. 100. 10 ist okay. 30 ist zu viel. Wie kann denn hier rein? Okay, weil er viel, viel länger ist. 9. Ich meine, mit Steuerung eigentlich mehr? Shift? Ne. Nicht wirklich. Oh, 0. Okay. Weil es 29 war. Ah, nicht 39. Egal. Wie sollen wir unseren Autobahntunnel bauen? Keine Kleidung bekommen, kein Essen. Aber der Rest passt. Ich meine, Essen, da müssen wir, glaube ich, ist noch die Rückwirkung von, wo ich die Wege gebaut habe. Wobei 300 Meter echt viel ist, natürlich. Gut, aber wenn hier eine Bushaltestelle hinkommt, vielleicht gehen die denn darüber, fahren mit dem Bus dahin oder so. Weiß ich ja nicht. Vielleicht hilft das ja auch. Stau? Achso, ja, hier ist Stau, weil die Straße gebaut wird. Da müsst ihr auch mal eben durch. Brauchen einfach mehr Infrastruktur. Zack. Und dann hat sich der Stau auch wieder aufgelöst. Wir haben 90% Gesundheit, Lebenserwartung 83,5 Jahre. Steigend. Alkoholkonsum, Umweltverschmutzung kommt jetzt wieder mehr zum Tragen. Weil die Fabriken halt mehr arbeiten. Okay. Hunger, weiß nicht warum. Nicht genug Fleisch, Hunger. Konnte kein Sport treiben. Kriminalität leichte. Wir können ja mal gucken, was die Kriminalitätsraten sagen. Haben wir auch lange nicht geguckt. Wo waren die versteckt? Hier. Nicht aufgeklärt. Keine Verbrechen. Leichte. Oh, leichte haben zugenommen auf jeden Fall. Das sind echt viele. Mittlere. Auch noch echt viele. Und schwere. Eieieiei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echt viel. Wir könnten noch mehr Polizisten hier reingeben.
Aber ich weiß nicht, ob das halt hilft, nicht wahr? Forschung abgeschlossen, Stau. Alles klar. Forschung abgeschlossen bedeutet Radio erforschen. Ich glaube 1978 Radio erforschen ist ganz okay. Was sagen die anderen Overlays? 3 Kilometer. Was haben wir denn hier? Alkoholkonsum. Alle erreichen Alkohol. Das ist gut. Außer ihr. Weil keiner da wohnt. Okay. Also es wohnen keine Studenten mehr im Studentenwohnheim, wo alle studiert sind. Okay. Wir können auch sagen, zum Beispiel, hier wohnt auch keiner mehr drin. Wir können auch mit abgeschlossenem Studio drin wohnen. So. Da hat nämlich bisher keiner drin gewohnt, vielleicht. Hilft das ja. Kultur fehlt. Also die haben, hier könnte ein bisschen zu wenig vielleicht sein, aber die haben und die haben. Und die haben das hier. Also theoretisch, gut, hier vor vielleicht, hier hätte was hingemusst, beim Rathaus. Wir könnten das hier nutzen. Irgendwas Längliches. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich sonst hier hinbauen soll. Hier wohnt aber auch keiner. Hier ist halt das Unigebiet. Und das Waisenhaus braucht das halt nicht. Sport. Da haben wir da ganz viel. Hier viel. Dort. Und hier. Hier ist ein bisschen wenig Sport. Das ist zu wenig. Hier kommt ja die Bahnschiene hin. Die haben wir aber schon geplant. Dann könnten wir eigentlich hier vor noch ein bisschen was von Sport vorsehen, nicht wahr? Kriegen wir da vielleicht eine Sporthalle hin? Gym wäre zu groß, nicht? Das würde nicht passen. Das Gym. Ich meine, ich könnte die Schiene auch noch ein Stück nach hinten versetzen. Würde ich aber ungern machen wollen. Weil wir dann zu dicht an die Autobahn kommen. Oder Autobahn, zukünftige Autobahn. Aber Gym vielleicht der anderen Seite von der Haltestelle. Und was kommt daneben hin? Die DDR-Schwimmhalle. Nee. Wo ist dieser Tennisplatz, Volleyball, Basketball? Wie viel passen da rein? 24. Beim Fußball 36. Würde ich auch noch Fußball hier neben setzen. Auf dieser Höhe. Weil wir hier eventuell mit einer Straße durchgehen würden. Das Ding ist doch nicht gerade. Ich sehe es doch schon wieder. Ich weiß zwar nicht, wo die Straße dann irgendwann mal hinführen würde. Aber wir haben sie. Besser haben als brauchen. Ihr kennt meinen Leitspruch. Oh. Schade, kleine Pflanze. Aber wir bauen hier leider. Du musst weichen für einen besseren Zweck. Du wirst es irgendwann verstehen. Oder auch nicht, weil du nicht mehr existierst, aber... Ich meine, was ist das hier? Ein Busch auf der Straße, wer hat denn hier nicht sauber gemacht ordentlich? Das ist natürlich auch blöd. Krieg ich den irgendwie weg? Ja, na, sehr gut. Okay, dann hätten die hier hinten, die hier haben nämlich, glaube ich, zu wenig Sport. Dann kriegen die auch Sport. Die haben den Platz noch ein bisschen genutzt. An der Bushaltestelle gefällt mir das auch. Dann können auch andere noch dahin fahren, wenn sie wollen. Ja, die beiden Sportplätze waren schon sehr ambitioniert wenig hier hinten.
Muss man auch mal sagen. Da dürfen sie sich auch mal beschweren. So, die Kirche da, die Kirche hier. Oh, da sind sogar mal Leute drin. Aber ja, hier muss auf jeden Fall für die eine dann kommen. So, die meckern nur, dass sie keinen Job haben. Und die hierhin, dass sie nicht an eine Kirche rankommen. Wobei sie Laufweg zur Kirche haben. Ich muss sagen, unseren Kinoplatz finde ich klasse. Wenn die Bäume noch gewachsen sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und wenn das hier dann auch endlich zu ist. Auf jeden Fall, man sieht richtig, wo die hinlaufen. Von dem Bahnhof hier hin. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann bauen wir wirklich, wirklich, wirklich die Eisenbahn. Wir haben die Bahnhöfe vorbereitet. Und ich werde hier schon mal vorplanen und euch dann von meiner Planung berichten. Und ich sehe gerade, hier muss noch Treibstoff rein. Das kann der hier mit übernehmen, der hier hinfährt. Und ja, das machen wir und so geht's weiter. Bis dann.